Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Alan Wake. Ja, im letzten Part sind wir wieder ein paar hundert Mal gestorben. Hier kommen wir nicht durch, obwohl das eigentlich der direkte Weg zum Lover's Peak ist. Wir müssen hier lang und ich bin echt gespannt, wo uns das hinführt. Vor allem haben wir kaum noch Munition und die Batterien sind auch nicht gerade so voll geladen und ja. Okay, hier haben wir jetzt erstmal eine Thermosflasche. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen. Im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bright Falls Mining Co. und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt Staatenbund bei. 1929 wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980, Ausbruch des MTs, was? MTs, also ST, weiß ich, heißt St. Helens, aber MT? 1987 wird durch einen Sturm gefällt. Okay, ja, hier sieht man halt auch die Jahresringe, ne? Die Kette wackelt so, ich frag mich warum. So windig ist es doch gar nicht. Und ich hätte jetzt echt gerne... so langsam mal ein bisschen Munition, ne? Ich weiß gerade auch gar nicht so richtig, wo wir hier lang sollen. Hier ist nichts, hier ist absolut nichts. Ja, wir müssen zum Lover's Peak, aber da kamen wir doch gar nicht durch. Da haben wir irgendwas übersehen? Achso, kann ich da vielleicht rüberspringen? Ah, okay. Wie einfach. Ja, da hätte man natürlich auch vorher mal drauf kommen können, ne? Aber daran erkennt man doch immer wieder, dass es blind ist. So, eine Manuskriptseite. Juhu. Schauen wir mal. Nightingales Ankunft. Nightingales. Okay, Agent gut. Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Nightingale. Diese kleinen Gemeinden schließen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Okay. Sind wir dieser Schriftsteller? Hier haben wir noch was. Barry trifft Rose. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ja gut, Rose, mit der haben wir ja nun schon Bekanntschaft gemacht. Was ist denn das fehlende Seit und warum ist dahinter dieses komische Feuersymbol? Okay. Okay, gut.
Dann wollen wir uns hier mal weiter umschauen. Wobei ich das eigentlich gar nicht will. Aber wir wollen ja hier vorankommen. Okay, 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 okay. Hier sind schon wieder irgendwelche unheimlichen Geräusche. Deshalb bin ich jetzt schnell ins Licht gerannt. Kleiner Schisser. Ja, so bin ich. So, hier haben wir eine Karte. Ist ja auch irgendwo markiert, wo wir eigentlich sind. Da oben ist der Lovers Peak, ganz oben links. Da unten ist, da direkt darunter ist der Naturpfad. Hm. Okay. Oh, eine Seilbahn, die uns dort hinüberführt. Höchstwahrscheinlich zum Lovers Peak. Die werden wir dann wohl auch benutzen müssen, vermute ich mal. Okay, die Luft scheint so weit rein zu sein. Aber ist mir trotzdem alles hier nicht so ganz geheuer, ne? Das denke ich auch klar. Gehst du auch auf? Achso, ja, richtig, man muss da nur gegenlaufen. Ich will da nicht runter. Wer weiß, was uns da unten erwartet. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ne? Oh, ich hasse dieses Spiel. Okay. Wir trauen uns, wir sind mutig. Ich hätte jetzt aber auch ganz gerne dann langsam den nächsten Speicherpunkt. Und was? 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 Nee, ne? Oh, wow, 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 wow. Aua. Nein. Nein. Meine Taschenlampe. Oh, oh. Ich krieg Rettung. Wo bist du denn? Los, wir müssen uns beeilen. Es kommen noch mehr. Was? Noch mehr? Ich hab Hilfe. Oh. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Dann gib mir was Ordentliches. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Danke. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Ich muss jetzt mal eben gucken. So, okay, Leuchtfackeln sind auf der 6. Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lovers Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon. Wake, Sie locken sie an und ich mache sie fertig. Wieso geht er jetzt unbedingt davon aus, dass er der Entführer ist? Das würde mich mal interessieren. So, wieso kann ich mir jetzt... Ach so, warte, Moment. Ah, um Leuchtfackel zu benutzen, muss ich dann... Oh Gott, das mittlere Mausrad gedrückt halten. Okay, alles klar. Ich bin bereit, wenn du es auch bist. Okay, da ist einer. Wir müssen trotzdem erstmal... Oh. Oh, die sind gut, die Leuchtfackeln, die gefallen mir. Kannst du nicht schneller laufen, Ellen? Oh, ey, los, lauf weiter. Ich weiß nicht, ob die 6 Leuchtfackeln ausreichen. Aua, Mann. Schon nachfüllen, 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 nachfüllen. Okay. Okay, wir müssen scheinbar hier hoch. Na, dann schießt die auch tot, Mensch. Oder muss ich mich in die Reihen stellen, damit die kaputt gehen? Ah ja, das... Hm, ich habe keine Ahnung. Oh
Oh nein, die Leuchtfackeln sind alle. Aber die sind echt cool, die gefallen mir. Überleg nur gerade, war das so eine gute Idee, dass ich die jetzt schon alle aufbrauche? Auch gern schießen, aber es geht ja leider nicht. Komm, ich blende den hier mal. Jetzt wird der da geblendet oder auch nicht geblendet, weil die Batterie ohne ist. Komm schon. Okay. Nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Na toll. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schürze, halten Sie sie mir vom Hals. Oh, verdammte Kacke. Ich hab doch nur noch zwei Leuchtfackeln oder so. Okay, ich verjage sie, wie du willst. Meine letzte Leuchtfackel, also nach hinten, du Arsch. Ich bin heute ein bisschen verschwenderisch. Nur noch einen Moment, ich hab's fast. Na toll. Wir haben keinen Moment mehr, du Pisser. Okay. Ich laufe. Licht. Ich bin sicher, was mit dir ist, ist mir egal. Ich weiß, ich bin nett, ne? Ach, Mann, ey. Oh, fühlt sie sich jetzt besser, Wayne? Gemütlich und sicher. Was ist er denn für ein Arsch, ey? Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Dann laufe ich lieber schnell zum nächsten Licht. Da ist auch ein wieder so ein schöner Kasten. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Ja, ja. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! Da liegt eine Thermoskanne. Halten Sie sich ans Programm, Wayne. So, okay, erstmal mache ich mit meiner Taschenlampe hier schön. Okay, na gut, dann helfe ich dir mal ausnahmsweise. Aber ich hätte trotzdem gerne eine Waffe, ne? So, der ist kaputt. Batterie wechseln. So. So, und auf was warten wir dann jetzt eigentlich genau, wenn ich mal fragen darf? Mann. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin, Leute. Was jetzt? Oh, da oben ist einer. Oh. Nicht nur einer, sondern ein paar mehr. Okay, komm schon. Der geht kaputt, ne? Wenn ich da so nah an den rangehe. Oh, das war vielleicht doch nicht die beste Idee. Ich habe auch keine Leuchtfackeln mehr, glaube ich. Ich muss mir noch nur schnell diese Thermosflasche da holen. Komm allein zurecht. Oh, verflucht. Ich habe keine Leuchtfackeln mehr. Echt, bin ich zu verschwenderisch oder ist es einfach zu selten hier? Oh, Mann. Also in letzter Zeit sterbe ich ganz schön oft, ne? Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wayne. Ach, Mann, verdammte Kacke. Okay, ich versuch's erstmal mit der Lampe. Bei Batterien haben wir wesentlich mehr als von diesen coolen Leuchtfackeln.
Komm schon, blende den. So, okay. Jetzt kommen die hinter uns hier. Und ich glaube, die konnte ich ja selbst auch kaputt machen, ne? Mit dem Licht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich probier's. Oh, sieht so episch gerade aus irgendwie. So, komm schon. Ja, immer weiter. Das sagst du so einfach. Oh, ehrlich, Leute, ich bin gerade verdammt ruhig. Das tut mir so leid. Aber ich bin hier auch gerade total konzentriert. Ja, für dich ist es ein Kinderspiel. Du hast ja auch die Waffe, du Arsch. Du bist nicht so ein Weichei wie der Alan hier. Mann, dann schießt sie da aber auch mal tot, du Arsch. Ey, ehrlich, das war wieder meine letzte Wunderkerze, würde ich gerade sagen. Wunderkerze ist natürlich auch schön. Oh, verflucht. Oh, Batterien sind jetzt auch fast alle. Das ist doch nicht normal. Sind wir jetzt fertig? Ja? Danke. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn sie... Na toll. Kommen Sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun! Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Okay. Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Okay, also ist ja doch Tatsache der Entführer von unserem Weiblein. Was will er mit diesem Manuskript? Ja gut, der glaubt, es hätte magische Kräfte oder so. Okay. Aber, ja. Keine Ahnung. Ich denke, ich muss das Ganze jetzt erstmal diesen Eindruck auf mich wirken lassen. Ich beende diesen Part hier jetzt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, ihr Lieben, sage ich Tschüss.